So, okay, willkommen zu Part 2 und dieser Remix ist von, oh, ein pinker Cooper, oh mein Gott, ist von Doomway 89, ja gut, Mario and Friends, Volume 7, wieso sind die ganzen Dinger hier so komisch geschrieben? Im letzten Heck war die Zahl auch irgendwie so komisch gemacht, aber gut, dann gucken wir mal, was das mit dem pinken Cooper so auf sich hat, ich bin gespannt, und es sieht nett aus. Obwohl ich weiß auch nicht, ob die Overworld mitgezählt wird. Also weiß ich nicht, ob ich das mitbewerten soll. Aber gut, das muss mich jetzt auch nicht interessieren. Ich bewerte es trotzdem. Denn ich will ja fair sein und diese Arbeit nicht umsonst lassen und... Ah, schade. Oh. Cool. Du bist böse. Was soll ich jetzt machen? Was soll ich machen? Okay. Oh. Wie geil. Okay, das ist extrem cool. Ich liebe den Hack. Ne, ich liebe das wirklich. Oh, wie geil. Selbst die Grafiken sind hier voll. Oh, ich liebe es. Wieso bekomme ich nie solche Hacks? sonst muss ich mal Robic Reviews von irgendwie so möchte gern Hackern machen. Das ist doch nicht normal. Nein. Hab auch gute Hacks bekommen, aber... Oh, ich weiß nicht, ob das der gute... Ob das, okay. Wie geil. Wie geil. Guckt euch mal den Hintergrund an. Ich bin verliebt. Na, ernsthaft, das finde ich total cool. Gut, das Level-Design war im anderen, Level ein bisschen besser, aber hier die Grafiken, die sind definitiv geiler. Und viel besser verwendet. Also das Level an sich finde ich jetzt hier nicht so schön. Das gebe ich zu. Und schon das Ende. Oh, wieso so kurz? Ja, jedenfalls kein Bowser-Kampf. Was das mit dem Bowser-Kampf im letzten Dings sollte, habe ich auch keine Ahnung. Ja, da... Wahrscheinlich wird dieser Boss hier noch sehr oft vorkommen. Also werde ich am Ende dieses Wettbewerbs total Overpro da drin sein. Oder? Werden wir ja sehen. Ja gut, das war's dann wohl. Oh nein, Momo Exit Found. Totally not a trap. Achso, es gibt hier noch ein Secret. Ja gut. Da das Video sonst so lang kurz wäre, mache ich das jetzt auch nochmal. Und so lange kann ich ja meine Meinung dazu abgeben. Also die Grafiken, die sind total geil. Guck, ich sehe jetzt hier gerade auch mal, dass... jetzt sehe ich gerade erst, dass hier der Hintergrund auch verändert wurde. Der wurde auch wieder gemixt. Hier, seht ihr? Ist mir zuerst gar nicht aufgefallen. Aber das ist total cool, finde ich. Nicht solche kleinen Details, die eigentlich total unnötig für den, das Gameplay sind, finde ich total cool. Also dafür gibt es definitiv, ja, für die Grafiken gibt es 10. Oh, okay. Nur das Level-Design, das finde ich jetzt nicht mehr so cool. Ja gut, das ist nicht schlecht, das gebe ich zu. Es gibt hier keine unfairen Stellen oder so. Und das hier finde ich auch ziemlich cool bedacht, aber... Ja, das hier sieht auch schon wieder ganz gut aus, aber... Die Festung, die sieht einfach nur zu linear aus. Ich gebe mal für das Level-Design 7 von 10. Und jetzt muss ich nochmal das Secret finden. Das bewerte ich dann auch nochmal. Also wenn das so ein Lameness Secret Exit ist, dann wird das definitiv nicht so eine gute Bewertung bekommen. Noch ein Midway Point? Ach, nö, ich glaube es gab noch keinen. Wahrscheinlich, weil ich das Level jetzt zum zweiten Mal mache. Bin ich wahrscheinlich verwirrt. Ah, wo kann es denn eins geben? Okay, ein Switch Palace. Interessant. Wahrscheinlich für das Secret Exit, oder? Komm ich hier rein? Nein, anscheinend nicht. Ha. Aber es gibt ja auch Yoshi-Coins, dafür muss es eigentlich auch noch einen Pluspunkt geben. Da gibt es doch was. Ah, ich glaube, ich verstehe. Ich verstehe. Ich darf den Chuck aber nicht angreifen, sonst springt der hier nicht mehr doof rum. Das wäre ein bisschen suboptimal. Jetzt muss ich nämlich auf den springen und da hoch. Komm schon. Hallo? Mann. Danke. Und? Hoffen wir mal, dass hier das Secret ist. Cool. Was machst du da? Ja, das finde ich auch wieder ganz cool. Weil solche Stellen sind eigentlich total unnötig für den, um hier weiter zu
kommen, aber ich finde es cool. Das ist ein cooles Detail. Ja gut, dass ich das Level nochmal weitergespielt habe. Sonst... Wie geil! Das ist einfach total unnötig, dieses kleine Detail, aber das finde ich total cool. Dafür kann es auch wieder einen Pluspunkt. Gut, ich sag's jetzt mal so, okay, das bewerte ich jetzt einfach mal nicht. Gut, das Secret war ganz okay, aber ich weiß nicht, das hätte irgendwie ein bisschen besser sein können. Zum Beispiel, dass man noch einen P-Switch damit hochbringen sollte oder irgendwie sowas, aber ich gebe den Hack 8 von 10. Okay, bis zum nächsten Mal.